Herzlich willkommen live aus der Videobox von der Foto 10 in der Hasselblad Mastershalle. Neben mir steht der Alexander Palacios, er ist der Gewinner vom diesjährigen Junior Contest, ein Wettbewerb, wo die Leute und Beine zusammen mit der Hasselblad ausgeschrieben hat. Hallo Alexander. Hi. Hallo. Erste Frage, die ich dir stellen möchte, was sind deine Eindrücke von der Foto 10? Wie bitte nochmal? Was sind deine Eindrücke von der Foto 10? Super, also ich habe super tolle Eindrücke gesammelt, sehr tolle Bilder gesehen. Ich war begeistert, wie viele Leute hier waren, wie viele verschiedene Aussteller da waren. Es gibt ein Bild, was mich sehr beeindruckt hat, was ich sehr, sehr toll finde. Es ist ein Porträt von einem Piloten, ich glaube, in Doppeldeckermaschine. Und man sieht einfach an, wie viel Freude er dabei hat. Und das Bild, finde ich, also es sticht total heraus, also hat mich total begeistert. Ja. Und nicht nur das, auch eben das, der Vortrag von James Nachtway, einer meiner Heroes, muss ich sagen, ja, war ich auch total hin und weg, weil er einfach menschlich super toll ist, einfach eine sehr anziehende Person, eher ruhig, aber sehr, sehr angenehm, gell? Und eben hier Hasselblad Masters und Marco Grob, muss ich sagen, super tolle Bilder. Okay, wunderbar. Hat sich bei dir schon ein bisschen was verändert nach dem Sieg da beim Contest? Oder hast du da schon was gespürt von Feedback? Ja, auf jeden Fall, weil also es war sehr viel Interesse da von Medien, von Zeitungen. Ja, es wurde auch ein Fernsehinterview von Tele Basel gemacht. Es haben mich Leute auf der Straße angesprochen, weil halt eben Zeitungen und überall gab es halt das Bild von mir. Cool. Und ich hätte es nicht gedacht, dass so viele Leute es erkennen. Ja, auch in meiner Heimat in Frankfurt, Gelnhausen, wo ich jetzt über Weihnachten dort war, wurde ich ein paar Mal darauf angesprochen und war doch super toll auf jeden Fall. Wunderbar. Ja. Was sind deine nächsten Projekte, die du hast? Hast du irgendwas im Petto? Ja, also jetzt steht erstmal Berlin Fashion Week an, 2 Wochen. Da ist so ein bisschen der Hauptfokus drauf gerichtet, um ein bisschen die Stars und Sternchen einzufangen. Und dann geht es halt wieder um Runway-Fotografie für Magazine. Es sind immer 4 stressige Tage, also so toll ist es nicht, wie man denkt. Vielleicht ist es einfach sehr viel Arbeit. Ja. Alles klar. Auch wenn es immer heißt, man sieht so viele hübsche Frauen, aber es ist Arbeit. Und dann sind noch Projekte geplant, aber ich möchte noch nichts Genaues sagen, weil es noch nicht hundertprozentig fest ist. Ja. Aber auf jeden Fall, es wird warm. Gut. Oder sollte. Okay. Gut, wir hoffen noch viel Gutes von dir zu sehen. Ja, vielen danke. Dank, dass du gekommen bist. Danke. Und einen schönen Abend noch. Danke dir auch. Tschüss. Ciao. Oh yeah.